Herzlich willkommen im Wonnemonat Mai. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen weiteren Stein des Monats vorstellen zu können. Und mit dem Peridot haben wir einen Stein in diesen Monat genommen, der, glaube ich, sehr gut die Jahreszeit auch transportiert. Für mich ist der Peridot zum einen ein Stein wirklich der Freude. Er hat dieses gelbe, goldgelbe Schimmern, das natürlich auch jetzt wunderbar passt zum Zustand der Natur, zum Licht, das wir so erleben. Und er hat eine sehr interessante Geschichte mitzubringen. Es ist ein Edelstein, der schon seit der Antike bekannt ist. Und aus beiden Gründen ist er ganz besonders, um uns im Mai zu begleiten. Der Peridot ist ein Stein vulkanischen Ursprungs. Er entsteht in vulkanischen Auswürflingen in der Tiefe der Erde und bringt von daher schon eine ungewöhnliche Geschichte mit, die nur wenigen Edelsteinen anheim ist. Zum Beispiel auch den Diamanten oder den Rubinen, die auch aus der Tiefe der Erde kommen. Und es ist ein Edelstein, der historisch belegt ist seit der Antike. Auch Hildegard von Bingen kannte ihn und hat ihn unter dem Namen Chrysolith in ihrer Literatur erwähnt. Nach einigen modernen Untersuchungen, besonders von Michael Ginger, war schnell klar, dass mit Chrysolith Hildegard nur den Peridot meinen konnte. Denn die Erkenntnisse der modernen Steinheilkunde überschneiden sich genau mit ihren Beschreibungen. Zu allen Themen des Peridots haben wir Literatur zusammengestellt und Sie finden eine genauere Beschreibung unter dem Link, den wir Ihnen jetzt gleich zeigen werden. Viel Spaß mit dem Peridot und einen wonnigen Monat Mai.